Jo Leute, also willkommen bei unserem neuen Format. Ihr könnt gerne einen Kommentar lassen und uns sagen, wie ihr das findet. Und das wird von Sandra, Doc Revlin und Sheila, meine Frau, geleitet. Das wird sozusagen deren eigenes Format sein, wo ich immer wieder mal als Gast auftreten werde. Wollt ihr uns ein bisschen was über dieses Format erzählen? Sandra, ich gebe dir gerne das Wort. Du kannst so schöne Worte fassen. Ja, was haben wir vor? Wir wollen ganz einfach, oder wir haben gemerkt, dass wir in ganz, ganz vielen Dingen, die die Männer im Moment nach außen tragen, d'accord gehen und dass wir ganz einfach aus weiblicher Sicht einige Sachen bestätigen wollen, einige Sachen untermauern wollen, dass wir eben auch über bestimmte Themen reden möchten, laut werden möchten mit bestimmten Themen, die wichtig sind, auch für neue Generationen wichtig sind und auch für ältere Generationen wichtig sind, einfach sich vielleicht auch zu reflektieren, zu überdenken. Und ja, das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden, weil die unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge, denke ich, dann dieses kleine i-Tüpfelchen auf dem ist, was die Menschen dann auch wieder einen kann, ne? Ich kann mich da nur anschließen. Ich finde es schön, diese Plattform hier zu kreieren mit meiner Familie, mit den Menschen, mit denen ich philosophiere und reflektiere, analysiere, gemeinsam wachse und wir da auch ganz viel aus unseren eigenen Erfahrungen sprechen können und ja, so eine Art gemeinsames Wachsen einfach schaffen wollen. Und ja, ich freue mich sehr auf unsere Gespräche und auf all die Menschen, die teilhaben an unseren Gesprächen. Viel Spaß. Was würdet ihr sagen, müsste passieren, damit Mann und Frau in der heutigen Zeit wieder koexistieren können und es wieder sozusagen eine Verbundenheit gibt zwischen Mann und Frau? Weil es hat ja eine Spaltung stattgefunden und das ist ja sehr sichtlich auf das Familienbild, was wir heutzutage haben. Wir sehen ja ganz viele Familien, die mit sozusagen einem Elternteil aufwachsen, Kinder, die mit einem Elternteil aufwachsen. Sehr viel Gestänkere gegen Männer, sehr viel Gestänkere gegen Frauen. Und wenn du dir mal die ganzen Social Media Videos anguckst, da werden so hunderte Frauen geinterviewt, braucht man Männer und alles und so, wir brauchen keine Männer. Andersrum sagen die Männer, aber wir brauchen Frauen. Was müsste passieren tatsächlich, damit wir für diese nächste Generation nicht so ein Elend haben? Weil es sieht wirklich jetzt schon, hast du 13-, 14-jährige kleine TikTok-Girls, die darüber reden, dass sie einen Mann wollen, der Geld hat. Und sie sind immer noch kleine Kinder eigentlich. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass erstmal jeder versteht, dass die Wahrheit des anderen nicht seine Wahrheit ist. Also jeder hat seine eigene Wahrheit und die meisten beschäftigen sich in der Tat nicht damit, dass Männer definitiv komplett anders funktionieren als Frauen. Es gibt einen absoluten Unterschied. Es gibt keine Gleichschaltung von Geschlechtern. Na, und das ist das, was ganz wichtig ist, was verstanden werden muss, ohne jemanden zu diskriminieren oder diskreditieren. Da geht es nicht drum. Es geht einfach darum, herauszukehren, was sind diese Unterschiede, um den anderen besser einordnen zu können und verstehen zu können. Ich habe ein ganz lustiges Beispiel von Vera Birkenbiel. Na, wenn eine Frau ihren Mann fragt, hallo Schatz, was denkst du denn? Na, und er sagt, nichts. Dann lügt er nicht, dann ist das wahr. In dem Moment, wenn er das sagt, dann denkt er nichts. Und Frauen sind dann immer so gleich, ach, da muss doch irgendwas und ich muss nur noch mal nachbohren und überhaupt, weißt, schon allein diese Sachen, ganz einfache, simple Sachen zu wissen und zu verstehen, das ist, glaube ich, das, was eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, Kommunikation im Allgemeinen. Also wir Frauen, wir müssen Sachen immer so auskommunizieren, wollen unsere Gefühle mitteilen. Vor allem sind da auch sehr, sehr Gefühle und Emotionen immer mit dabei. Das ist andersrum bei Männern. Klar, Männer haben auch genauso Emotionen, aber ich glaube, dass sie da ein klareres Bild manchmal haben und die Dinge einfach, ja, einfach den kürzeren Weg denken. Und wir Frauen haben dann noch so ein paar Gedankengänge, die da immer so drum rumschlingeln und interpretieren da auch aus unseren Emotionen, die meist gar nicht zu uns gehören und die gar nichts mit uns, mit unserer Wahrheit etwas zu tun haben, ja, interpretieren wir rein und bilden da so ja, unser eigenes Bild. Und somit können auch leider dann Missverständnisse entstehen in der Partnerschaft oder in der Beziehung, je nachdem, was für eine Form es gibt. Also ich finde auch,
Ich glaube auch, wie gesagt, dass die Frauen sich bewusst werden sollten, dass sie in der Lage sind, einen Mann auch zu manipulieren. Genauso auch andersrum. Ne? Also ich finde, man sollte sich immer bewusst sein, was ist die Intention hinter allem? Was möchte man von dem Menschen? Und was klar zu äußern, für was man steht, wer man ist, wer man sein möchte, dass das von beiden Seiten klar ist. Ich glaube auch, dass jeder Mensch für sich an sich selber erstmal denken sollte. Bevor er eine Partnerschaft oder eine Beziehung eingeht, ist es wichtig, sich erstmal klar zu machen, wer ist man selbst als einzelne Person. Das glaube ich, da ist das auch immer so, dass da viele Partnerschaften gar nicht so gemeinsam Wachstum kreieren können, weil sie selbst keinen eigenen Wachstum haben und dann immer nach dem Partner gehen. Was macht der Partner? Aber gar nicht seine eigenen Träume. Trotzdem hat man ja in der Partnerschaft auch eigene Träume und eigene Ziele und passt sich da meistens eher dem Partner. Und wenn der Partner ein fauler Sack ist, dann wird man auch schnell faul und setzt sich mit auf die Couch und lässt Sachen schleifen, die man eigentlich angehen möchte. Deswegen ist es halt so ein gemeinsames Zusammenspiel. Da muss man auch schauen, dass man da wirklich einen kompatiblen Partner hat an der Seite, der gemeinsam auch wachsen möchte. Und da gehört auch Kommunikation dazu. Wo möchte man hin? Wo sind die Ziele? Gemeinsame Ziele setzen ist sehr wichtig. Warum ist da so ein Riesenunterschied? Warum verstehen Frauen die Männer so wenig und andersrum halt genauso? Warum ist es so schwer für eine Frau zu verstehen, dass ein Mann simpel denkt? Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass das daran liegt, dass uns diese Werte nicht mehr vermittelt werden. Was ist die männliche Rolle, was ist die weibliche Rolle? Wie tickt ein Mann, wie tickt eine Frau? Ich glaube, dass das Menschen früher gewusst haben, dass es im Laufe der Zeit tatsächlich ins Unbewusste gerückt ist und auch mit Absicht im Unbewussten belassen bleibt, weil ja diese Gleichschaltung von Mann und Frau doch sehr auf dem Trapez steht. Und ich finde das spannend, weil ich nicht falsch verstehe, ich bin auch jemand, der sagt, wenn eine Frau draußen arbeitet und macht die gleiche Tätigkeit wie ein Mann, dann sollte die auch die gleiche Entlohnung dafür, also das gleiche Geld dafür bekommen. Da geht es überhaupt gar nicht drum. Es geht darum, dass Männer und Frauen nicht gleiche Wesen sind. Ne, mhm. Es ist ein deutlicher Unterschied da drin, in allen Bereichen, in der Emotion, in der Kommunikation, in der Kraft, in der Stärke, überall. Ne, es auch ist, die Art zu arbeiten. Ne, genau. Die Art, tätig zu sein. Und also ein Mann kann ja auch verzichten, sorry, dass ich unterbreche, ein Mann kann ja auch wirklich verzichten, wenn er Kinder hat. Ein Mann geht wirklich monatelang weg auf einen LKW-Fahrer zum Beispiel, weißt du, und eine Frau kann das meistens nicht. Eine Frau, die arbeitet und ihre Kinder weggibt, das ist irgendwo innerlich, egal was mir eine Frau erzählen will, ein Stück Leid, weil man eine Mutter möchte mit dem Kind. Weißt du, es ist eine Natürlichkeit, dass du mit dem Kind sein möchtest. Ne? Und uns fehlt soziale Kompetenz. Allen Menschen fehlt soziale Kompetenz. Das siehst du ganz einfach an der Gesellschaft, verwahrlost, wie schlecht kommuniziert wird, was für schlechte Wörter verwendet werden, was für schlechte Werte auch vermittelt werden, auf was Männer reduziert werden, auf was Frauen reduziert werden. Die wirkliche Größe der beiden Geschlechter erkennt kaum noch jemand. Ne? Und das ist das, was es, glaube ich, hervorzuheben gilt. Und es geht ja nicht nur um Partnerschaften oder Beziehungen. Ich möchte es lieber Partnerschaft nennen. Beziehung ist nicht so mein Wort. Ne? Es geht ja auch um die Kommunikation innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, innerhalb wie gehe ich da mit den Menschen um und wie finde ich mich da im sozialen Umfeld zurecht? Wie kann ich vielleicht auch Menschen mitnehmen, wenn ich sehe, dass jemand vielleicht einen ziemlich krassen Weg eingeschlagen hat? Also es geht ja um all so eine Geschichten, wie man miteinander interagiert und was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, eben auch so einen Switch im Leben zu machen, das nochmal neu zu denken auch. Ne? Mhm. Woran würdest du sagen, liegt es, dass dreimal bis viermal so viele Männer sich das Leben nehmen? In der heutigen Gesellschaft. Das ist, glaube ich, eine Statistik, die habe ich heute irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu 100% stimmen, aber ich habe es halt oft gehört, dass Männer sich irgendwie, auf jeden Fall viel Männer, sich das Leben nehmen als Frauen. Woran würdest du sagen, liegt das? Spannend ist, dass mehr Frauen es sagen, aber mehr Männer es tun. Ne? Also ganz, ganz viele Frauen äußern das schnell so dahin und sind dann aber doch nicht die Umsetzer. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, dass du es dir auch wirklich selbst beweist. Es ist der Moment,
einer der wenigen Momente, wenn du ein Suizidmensch bist oder jemand, der das wirklich machen möchte, dann ist das der Moment, du hast nie in deinem Leben gemacht, was du gesagt hast. Und das ist der Moment, wo du es dir endlich beweisen willst. Na, und ich glaube, dass Männer da einfach ein Stück weit radikaler auch sind. Na, und eben sagen, ich mach das. Na, ich glaube tatsächlich, bei Frauen fehlt immer so dieses. Und dann sind sie auch wirklich gerne in der Opferrolle. Ne? Und wenn du das äußerst, wirst du immer besonders beobachtet, besonders quasi auch beaufsichtigt, dass vielleicht eventuell nichts passiert, wie auch immer. Ne? Aber jetzt wirklich eine absolute Analyse zu treffen. Männer wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist, wenn sie nicht der Versorger sein können. Das heißt, von Ding her ist es eine Kommunikationssache, dass Männer mit ihrem Problem sozusagen alleine sich beschäftigen und dann, wenn es für sie keine Lösung mehr gibt, den Ausweg suchen, wo Frauen vielleicht besser sozusagen das, was du als Opferrolle bezeichnest, also rauskommunizieren, dass es ihnen nicht gut geht und dadurch vielleicht abgeholt werden und runtergebracht werden. Ich glaube, dass Männer auch nicht gerne, das wirst du, vielleicht bestätigst du das, dass Männer nicht gerne über ihre Emotionen auch wirklich reden. Ne? Und dass es eigentlich auch so ein Ding ist, dass Jungs, junge Männer, Männer dorthin gehend in den Werten quasi begleitet werden sollten, dass sie eigentlich ihre Sachen auch mit sich selber ausmachen können. Dass ihnen das beigebracht wird, dass sie Dinge mit sich selber bewerkstelligen können, dass sie es schaffen können, mit bestimmten Emotionen umzugehen und dass ihnen nicht ständig gesagt wird, es gibt so einen Zwiespalt, weißt du, manche sagen immer auch zu Jungs, komm, steh auf, Indianer kennen keinen Schmerz, und ein Junge darf nicht einfach mal sagen, es hat mir aber jetzt auch echt scheiße wehgetan. Ja, und das heul mal nicht, du bist doch kein Mädchen. Und irgendein Erwachsener legt fest, was dir jetzt wehtut oder nicht, und dann gibt es wieder dieses Ding, ach komm, auch Jungs dürfen weinen. Das ist in Ordnung. Ne? Das ist so ein Zwiespalt. Wie bei Mädchen ist es überhaupt kein Problem. Die dürfen zicken, die dürfen rumschreien und sie dürfen weinen und sie dürfen ne? So. Das ist aber in der heutigen Zeit ist es ja das Agenda, was gepusht wird, ist, dass Männer ihre Gefühle zeigen sollen, dass ihr rausgehen sollt und emotional sein könnt und dass es auch okay ist, mal anders zu sein. Wo ich aber der Meinung bin, dass das aber gerade ein Mann ausmacht. Ne? Ein Mann macht es aus, dass er Stärke zeigen kann, dass er gelernt hat, wie er, weil du meintest, ob ich es bestätigen kann mit Emotionen. Da wollte ich schon sagen, welche Emotionen? Ich habe keine Emotionen. Aber das sollte ein Witz sein. Damit will ich halt nur sagen, dass meiner Meinung nach, und das ist wie gesagt meine Meinung nach, und da werden viele Leute wieder rumheulen, diese ganzen Menschen, die gerade Weiblichkeit in Männern hervorholen wollen, meiner Meinung nach ist es so, dass ein Mann lernen muss, mit seinen Emotionen umzugehen, komplett. Ne? Weil er am Ende des Tages, wenn wir an das Prinzip glauben, dass der Mann ein Führer ist, ein Anführer, und das meine ich in jeder Familie, es gibt, ein Mann gründet eine Familie mit einer Frau und hat ein paar Kinder, das heißt, er muss diese Familie beschützen. Das ist genau wie der in der Tierwelt sozusagen. Ne? Das heißt, wenn der Mann nicht lernt, mit seinen Emotionen umzugehen, hat das immer einen Einfluss auf die ganze Familie, auf die ganze Truppe. Ob ein Mann jetzt ein Anführer von 200 Mann ist in der Firma oder, aber seine Emotionen haben was dann direkt mit seinem Umfeld zu tun. Das heißt, seine Familie leidet, wenn er leidet. Wenn er glücklich ist, sind sie meistens glücklich. Das heißt, wenn ein Mann es nicht schafft, seine Emotionen in den Griff zu kriegen, was passiert? Ein Mann, sagen wir, wird Alkoholiker und ist zu Hause dann ein Problem. Und das erlebe ich, haben viele Leute erlebt in ihrem Leben. Also ich habe selber einige Sachen schon erlebt. Und wir, sag ich mal, sind Menschen, wo wir wirklich sehen können, dass wenn der Mann in der Familie nicht funktioniert, dass meistens eine Familie keine funktionstüchtige Familie ist, weil die Frau versucht dann auszugleichen und komm Kinder und hier und da, ja Papa geht's heute nicht gut und das ist halt keine Harmonie. Ne? Und deshalb bin ich der Meinung, dass ein Mann wirklich sich mit sich beschäftigen muss, bevor er überhaupt sich eine Frau überhaupt an zu sich nimmt. Weißt du, so mein Rat an alle jungen Männer da draußen ist, bau dich auf. Hör auf, darüber nachzudenken, ob du eine Freundin hast. Ja, ich finde, jedermann sollte eine Freundin haben, bei einem gewissen Punkt. Aber wirklich mit der Intention, eine Familie zu gründen.
Und nicht mit, ich bin jetzt erstmal 4 Jahre mit Katrin zusammen und mal gucken, was dann passiert. Und ich, ja, weißt du, ich habe ja noch Tinder auf meinem Telefon und ich mache noch Snapchat und habe noch Kontakt mit den 3 Exen. Das ist nicht der Grund, warum du auf dieser Erde bist. Du bist auf dieser Erde, ja, Leute wollen immer von Spaß reden, Spaß, aber es ist wirklich sehr, kann sehr viel Spaß sein, wenn du einen Partner hast, mit dem du durchs Leben gehen kannst, weißt du, und wirklich was Krasses aufbauen kannst. Und das kann jeder Mensch sozusagen haben. Nur als Mann ist es meiner Meinung nach schon fast fahrlässig, wenn du eine Familie aufbaust und du selber überhaupt nicht da bist, überhaupt gar nicht am Start bist und nur eine Mauer aufgebaut hast und eine Maske die ganze Zeit trägst von Stärke, aber es nicht lebst. Und das macht eine Familie kaputt, das zeugt kaputte Kinder. Also, so, es fängt halt da an. Ne? Und wenn du zum Beispiel auch, wie gesagt, du hast jetzt eine Frau und die hat 2 Kinder, du, die ist abhängig von dir. Die hat 3 Kinder. Das ist eine Verantwortung. Das kann man gar nicht in Worte legen. Weißt du, ich habe 2 Söhne. Das ist eine krasse Verantwortung. Diese Kinder, du kannst ja deine Kinder nicht einfach ab einem gewissen Alter rausschicken und draußen rumlaufen lassen. Nein, es muss immer jemand da sein. Das heißt, das alleine ist schon eine Verantwortung, wo die Frau dann die Stärkung eines Mannes braucht. Das heißt, ein Mann muss wie so ein Fels in der Brandung sein. Ne? Weil wenn es mal richtig kaputt läuft und von der Frau zum Beispiel die Eltern sterben im Autounfall, was ist, wenn sie einen Kollaps kriegt? Da muss der Mann stark bleiben. Andersrum geht's aber nicht. Verstehst du? So andersrum geht. Ein Mann kann nicht einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und was dann? Weißt du, so, das ist halt so. Deshalb meiner Meinung nach, ich ziemlich langer Dingstext jetzt von mir, aber meiner Meinung nach ist es so, ein Mann muss mit sich gewisse Sachen ausmachen. Das ist ein Muss. Anders wird es nicht funktionieren in diesem Leben. Ne? So, und deshalb feiere ich diesen neuen Agenda nicht, von wo man Männern sagen muss, du musst so und so und so sein. Nein, wenn mein Sohn hinfällt, sage ich, ey, es tut weh. Aber lass uns mal jetzt kurz drüber nachdenken. Ist es so schlimm gerade? Weil ich möchte nur rausfinden, ob du dir was gebrochen hast. Mehr nicht. Weißt du? Also steh mal bitte auf und lass uns mal kurz gehen. Dann merkt er, okay, es war der Schock. Kein Problem. Weißt du? Und das ist so, wo die Jungs dann lernen, ah, okay, es ist nicht so schlimm. Weißt du so? Und man merkt das zum Beispiel, wenn mein Sohn jetzt mit jemandem ist, wie ihr Bruder von meiner Frau, der auch noch ein Junge ist, weißt du, ist 14 Jahre alt, und er fällt hin. Dann ist er auf einmal anders drauf, weil das ist ein älterer Junge. Aber wenn er mit dem jüngeren Bruder ist, dann, weil er kriegt dieselbe Reaktion, verstehst du? Das heißt, es ist schon ziemlich interessant, weißt du, wie man ein Kind begleiten kann und vor allem in die richtige Richtung schieben kann. Stimmt, ich bin ohne Papa groß geworden und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz hilfreich für die Frauen, die immer dieses Vaterkomplex so in den Vordergrund stellen. Ich glaube, also ich habe für mich erkannt, und das habe ich auch erst nach, glaube ich, 24 Jahren für mich richtig verstanden, dass es genau das Richtige war, dass mein Papa nicht bei mir war. Weil mein Papa hat auch sehr viele Probleme mit seinen Emotionen, hat auch noch andere Kinder mit anderen Frauen und war auch im Knast, hat getrunken, hat auch Sachen gemacht, die ja nicht förderlich sind, um ein Kind richtig begleiten zu können. Und deswegen war er einfach, um eine wirkliche Vaterfigur, also um für mich da zu sein, er hatte einfach die Mittel nicht dafür. Deswegen glaube ich, wäre es vielleicht, klar kann ich jetzt sagen, ja, ist ja blöd, dass ich jetzt keinen Papa hatte und diese männliche Energie nicht hatte und meine Mama irgendwie Mama versucht hat, ihn zu ersetzen und somit ich auch keine richtige Mama habe. Ich kann jetzt auch rumheulen die ganze Zeit, aber ich kann mir auch sagen, ey, danke trotzdem, dass ich eine gesunde Mama habe, die alles gegeben hat und ich sozusagen mir das erübrigt worden ist, dass ich all den ganzen Kummer und den Leid von meinem Vater noch mitbekommen habe und vielleicht dann auch noch mit meiner Männerwahl. Ich bin sehr dankbar, dass ich so einen Krieger, so einen Mann an meiner Seite habe und vielleicht wäre das anders gekommen, wenn ich mit meinem Vater groß geworden wäre und ich hätte vielleicht ein anderes Bild eines Mannes dadurch bekommen und somit auch diese Art von Männern eher angezogen und die immer wieder in diesem Zyklus sind. Deswegen, ja, ich kann da nur irgendwie so, hab das jetzt in meinem Kopf, deswegen, ich weiß nicht. Wie wichtig ist denn der Mann, also jetzt die Vaterfigur für die Frau? Genauso essentiell wichtig wie für den Jungen.
Ne? Ich bin jetzt bei Sheila, wenn sie das genauso sagt, und da bin ich aber auch bei dir, weil du gerade gesagt hast, macht euch im Vorfeld darüber Gedanken. Wenn ihr kleine Menschen in die Welt setzt, ist das eine Wahnsinnsverantwortung. Und denkt vorher darüber nach. Ne? Ihr wisst, wie man Kinder macht, das weiß jeder. Ne? Und ihr wisst auch, wie ihr darauf achten könnt, wenn ihr noch nicht bereit seid, wie ihr das eben nicht tut. Und ansonsten solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass das ein wahnsinniges Geschenk ist und eine riesengroße Verantwortung die ersten Jahre auf alle Fälle. Und deswegen ist es wichtig, sich vorher darüber Gedanken zu machen. Bin ich bereit für ein Kind? Kann ich das begleiten? Bestimme ich mit meiner Partnerin überein oder mit meinem Partner in der Wertevermittlung? Ne? Was will ich einem Kind mitgeben? Mhm. Und wie will ich es überhaupt begleiten? Was ist mein, ich sage mit Absicht nicht erziehen, das hat einen Grund, weil ich mag das Wort erziehen nicht. Ne? Mhm. Ich möchte ein Kind begleiten in sein Leben. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Das geht über Ernährung, das geht über Kommunikation, das geht über Wertevermittlung, das geht beinhaltet so vieles. Und wenn ein Vater nicht da ist, dann fehlt komplett das, was für das spätere Leben gebraucht wird. Eine Mama ist mit einem Kind, wenn ein Kind auf die Welt kommt, in einer absoluten unrealen Welt. Das ist eine komplett neue, das ist wie eine Blase. Ne? Und diese Blase, die muss irgendjemand beschützen. Mhm. Ne? Und das ist derjenige, der versorgen kann, der die Familie versorgt und der die Familie beschützt. Ne? Also der Vater. Ne? Und eine Mutter, da bin ich auch bei dir, kann ich von mir aus zu 100% bestätigen, möchte sich von ihrem Kind, von ihrem Säugling nicht entfernen. Ne? Du willst dein Auge drauf haben. Du willst, die Mutter beschützt das Kind und der Vater beschützt die ganze Blase. Ne? Am Ende, damit einfach die unreale Welt erstmal stattfinden kann, damit so ein kleiner Mensch gedeihen kann. Ne? Aber irgendwann kommt der männliche Part aufs Trapez, nämlich wenn das Kind auf die reale Welt vorbereitet werden muss. Und die Welt ist keine Blase. Mhm. Ne? Und diese reale Welt, das können haben Väter oder männliche Energien wunderbar drauf, weil die ganz einfach anders umgehen. Die sind einfach unbesorgter. Ne? Die sind freier in ihren Sachen, die sie mit Kindern unternehmen und denken über viele Sachen nicht so in ängstlichen. Viele Frauen sind einfach ängstlich, ne? Und sind so heute noch schlimmer, so helikoptermäßig unterwegs und müssen alles begleiten, was das Kind jetzt macht. Und kein Kind kann mehr was allein. Aber auch nur, ja, wenn der Mann auch wirklich in der männlichen Energie ist. Ne? Genau, also es gibt auch viele Väter, die in der weiblichen Energie sind und genauso sind. Aber es wurde ja, dieser Gender wurde ja gepusht, weißt du? Das ist ja wirklich etwas, was ich auch beobachte, dass Männer in meinem Alter vor allem viel weiblicher sind als unsere Väter. Ja. Verstehst du? So, und es ist interessant, mal so zu beobachten. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig alte Menschen darüber lachen hört und du hörst, wie der Mann so sagt, oh Jungs, vorsichtig, die Frauen sind da. Und die haben immer so alte Weisheiten über Frauen gehabt. Und da ahnt man wirklich, dass sie früher viel mehr Plan hatten voneinander. Weil die Frauen auch immer so, ach, lass die Männer mal jetzt kurz. Und weißt du, so, du hast die 90-jährige Granny, die dir genau erklärt, wie Männer drauf sind. Und andersrum aber auch genauso. Lass mal die Frauen, wenn sie danach fragt, ob sie gut aussieht, dann sag immer ja. Und weißt du, also so diese alten Weisheiten, die man von Opa noch bekommen hat, weißt du, das ist krass. Und heutzutage fragst du einen 20-, 25-jährigen jungen Mann, der hat keinen Plan, wie, was eine Frau überhaupt, was die Periode ist. Weißt du, die haben teilweise, die wissen nur, Schwanz wird hart und Schwanz in Muschi. Weißt du, so, nee, wirklich. Das die ist ekeln so, sich sogar genau, davor, weißt so, du. Es ist halt eine Porno-Generation. Verstehst du, das ist sehr, sehr traurig, weißt du? Du hast da Pornodarstellerinnen, die von 5 Männern genommen werden, weißt du? Und damit wachsen die Leute auf. Du hast Onlyfans-Models, du hast TikToks-Models und selbst neuerdings hast du Fitness-Girls, Digga, die nur noch Arsch und Leggings in die Kamera zeigen, weißt du? Das heißt, die Männer haben keinen Plan mehr von Frauen und glauben auch, dass Frauen nur Sex haben wollen. Deshalb sind, weißt du, es ist ein, das ist krass zu beobachten einfach, ne? So zu sehen, wie viele Frauen auch den Zugang zu Männern heutzutage haben durch Social Media. Wie viele Männer sozusagen Frauen hinterherhecheln durch Social Media und ein falsches Bild einer Frau haben. Leute sagen, Männer sagen, was für sie eine Traumfrau ist. Du weißt nicht, was eine Traumfrau ist, weil du noch kein Mann bist. Weißt du, so, du bist kein Mann. Deshalb, du weißt nicht mal, was. Ich dachte früher auch, das und das ist eine Traumfrau. Und das Witzige ist, die meisten Sachen basieren auf das Optische. Weißt du? Und dann haben wir ein unrealistisches Bild
von einer Frau, die uns sozusagen dienen soll. Weißt du, das höre ich meistens raus. Das heißt, Männer wollen immer so unrealistische Sachen und wundern sich dann aber, warum ihre Partnerschaft oder ihre Beziehung nicht funktioniert, weil sie was ganz anderes erträumt haben, sozusagen, was es überhaupt auf diesem Planeten nicht gibt. Vielleicht auf dem Mars oder so, weißt du, aber auf diesem Planeten gibt es das nicht. So, weil die Pornodarstellerin, die weinen nach den Dreharbeiten, weißt du, und die haben jedes Jahr etliche Krankheiten und ich habe mir mal so eine Dokumentation angeguckt und du siehst richtig, wie zwischen den Drehs die aufhören musste, weil die so viel Schmerzen hatte, weißt du, gibt so eine Doku, ich weiß, ich muss die mal rausholen, damit sich Leute das mal angucken, da wird dir krank, danach wirst du auch kein Porno mehr gucken wollen, weißt du, und die mussten immer wieder unterbrechen, weil sie weint und dann musste sie runtergebracht werden, come on man, it's just 10 more minutes, weißt du? Und dann reißt sie sich zusammen und wieder neu schminken und bam, und weiter geht's, weißt du so? Und am Ende ist ihr After gerissen, weißt du? So solche Sachen. Und dann muss sie aber damit alleine klarkommen, weil jetzt muss sie ins Krankenhaus fahren und was weiß ich nicht alles so. Und das sind Sachen, wo sich dann kleine Jungs einen drauf geben und glauben, das ist das, was meine Frau mir auch geben wird. Und wenn ich eine Frau habe und eine Freundin, oh, dann kann ich all die Sachen ausprobieren. Deshalb wollen Männer nur noch Freundinnen haben, weil sie ficken wollen. Verstehst du? Alles andere interessiert sie nicht. Und das ist halt, ich finde das erschreckend. Weißt du, wenn du dir beobachtest und anguckst, in was für eine Gesellschaft wir gerade gelandet sind, wo du wirklich Frauen hast, die draußen rumlaufen wie die kleinen Sluts, weißt du, und dann aber erwarten, dass keiner sie anspricht. Ne? Also du läufst rum wie eine kleine Ho, mit so einem Streifen. Und jetzt, wenn die Frauen wiederkommen, lass uns doch rumlaufen, wie wir wollen. Dafür haben wir ja gekämpft. Nein, die haben für Gleichberechtigung gekämpft. Die haben für das, was Sandra gerade gesagt hat, dass wir gleich bezahlt werden, dass wir wählen können. Die Frauen durften damals nicht mal arbeiten. Also dafür haben deine Großmutter und so gekämpft. Nicht damit du wie eine kleine Slut rumlaufen kannst, ne, und deinen Arsch in die Kamera halten kannst und dafür dann sagen kannst, dass du eine Geschäftsfrau bist, weil du jetzt damit Geld machst. Weißt du, dafür haben die Frauen früher nicht gekämpft. Und glaube mir, die Frauen von früher werden empört, wenn sie die Frauen von heute nur mal beobachten könnten, weißt du, und sehen könnten und sagen können, was ist das denn hier? Was ist, das hat ja nichts mehr, das ist Satanismus, weißt du? Ja, das ist alles eine sehr verfahrene Geschichte im Moment, ne? Und ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der hat zu mir gesagt, was glaubst du, wer in den nächsten Jahren die beste Gesellschaft hervorbringen wird? Wer wirklich die Menschen mit den meisten Werten hervorbringen wird? Es wird nicht unsere europäische industrialisierte Welt sein. Es wird die arabische Welt sein. Und wir reden jetzt nicht, ihr braucht gar nicht euch aufzuregen, wir reden nicht über wir reden nicht über irgendwelche islamistischen Männer, die ihre Frauen unterdrücken und was weiß ich schlagen. Da gibt es auch genügend Deutsche und genügend Polen und genügend, wir können über die ganze Welt reden, wo das stattfindet. Das hat nichts mit Religion zu tun. Und auch umgedreht, es findet auch umgedreht statt. Was glaubst du, wie viele Männer von ihren Frauen verprügelt werden? Nicht verprügelt, sondern auch unterdrückt. Emotional, ne? Wie du gesagt hast. Aber es geht um Werte, es geht um männliche und weibliche Energie. Beschäftigt euch mit Mythologien. Ne? Und da kannst du die reine Wahrheit finden. Da kannst du auch finden, welche Aufgaben wer hat. Ne? Und auch wenn wir überarbeiten, weil du hast es gerade so schön gesagt, früher durfte die Frau nicht mal arbeiten. Die musste ihren Mann fragen, ob sie arbeiten gehen durfte, auch die in Deutschland. Die durften ja nicht mal fahren. Autofahren, glaube ich. Autofahren, genau. Dürfen die auch nicht. Dafür haben die Frauen gekämpft. Deshalb verstehe ich manchmal nicht, warum wird sowas nicht mehr hervorgehoben. Dafür wurde gekämpft. Ja. Genau wie wenn ich heutzutage dieses ganze Black Lives Matter Scheiße. Ey, die Schwarzen haben damals gekämpft für Freiheit. Weil die durften nicht an denselben Orten gehen wie Weiße. Sie durften nicht an denselben Schulen gehen. Dafür haben sie gekämpft. Es ist alles gleichberechtigt. Schwarze Frauen, hört auf rumzujammern. Weißt du, was ich meine? Es ist alles gleich. Und das ist das Problem. Wir haben immer diese Opferhaltung. Natürlich wirst du, wenn du in Deutschland als, sag ich mal, Dunkelhäutiger irgendwo reingehst, den Job nicht bekommen, wenn 4 Deutsche da sind, die gleichen, sag ich mal, Abschlüsse und so haben wie du. Deshalb, hör auf rumzujammern und gib mehr Gas. Dann hab einfach einen höheren Notendurchschnitt. Sei dir bewusst, dass es schwieriger wird. Genauso als Frau. Sei dir bewusst, dass die 4 Männer den Job bekommen. Nicht, weil die viel, viel besser sind, sondern weil du eine Frau bist. Es ist klar, du wirst Kinder bekommen nach 3 Jahren oder 4 Jahren. Das heißt, der Chef denkt sich, der Typ, wenn er Kinder bekommt, wird da sein. Er braucht kein Jahr Pause. Das sind die Sachen. Das heißt, du musst härter arbeiten. Es ist einfach so.
hört auf rumzujammern und macht was dagegen. Und das ist halt das Ding. Ich bin auch, wie gesagt, ich wurde von Nazis gejagt, ich wurde rassistisch angegangen, mir wurde, ey, ich habe alles, was Rassismus angeht, aber ich habe das nie als einen Grund gesehen, weshalb ich nicht irgendwo was erreichen kann. Weißt du? Das ist so eine Opfermentalität. Es ist halt nur schade, dass dir als Frau suggeriert wird, wenn du nicht Karriere machst und zu Hause bleibst und kleine Menschen begleitest, dass du weniger wertvoll bist, dass du also oder nichts wert bist. Na, und dass, wenn, dass viele sich eben aus diesen Gründen auch tatsächlich gegen Kinder entscheiden. Für mich ist das irre, wenn eine junge Frau sich gegen Kinder entscheidet, entscheidet sie sich gegen das Leben. Das heißt, nur so kann ja unsere Menschheit fortbestehen, indem Menschen sich für kleine Menschen entscheiden. Na, es kann ja nicht anders gehen. Und diese Entscheidung gegen das Leben für einen Job, für sich den Rücken krumm zu machen für andere Personen, ne? Das ist echt eine krasse, also das ist eine krasse Hausnummer. Und wenn dir jemand sagt, na Kinder und Haushalt, was, das ist alles, was du tust, Leute, das ist ein Fulltime-Job und das ist ein Job, der dich erfüllen kann, weil du wirklich dich mit kleinen Menschen beschäftigst. Du legst den Grundstein für die neue Gesellschaft. Ja. Du hast auch die Möglichkeit, nochmal zu wachsen und so viel zu lernen. Gerade die kleinen Menschen lernen dir so viele Dinge, und die du überdenken kannst, wo du dich reflektieren kannst. Das ist so ein schöner Prozess, mit kleinen Menschen nochmal irgendwie zu wachsen und das zu sehen, wie das auch für dich ist. Du kannst dich auch selbst heilen dadurch. Und das wird sehr oft runtergeredet, dass es das, du erschaffst ein Lebewesen in dir, du bist fähig, das ist das Größte. Also ich weiß nicht, was ein größerer Job ist, da weiß ich nicht, Frauen sind da 30 Stunden in Wehen, also das Schämen, ist ja. Hart, das ist harte Arbeit, das ist dein Job, also das ist krass. Aber dafür muss man sich ja heutzutage auch schämen, ne? Als Frau sowas sagen zu können, dass man eine Familie gründen möchte. Das ist ja etwas, was Frauen heutzutage gar nicht. Also wenn du wirklich fragst, was ist dein Traum? Was ist dein Warum? Die meisten Menschen belügen sich selber. Ne? Und das ist klar, so, das ist auch okay. Ich verstehe mal nicht diese falsche Stärke. Es ist okay, einfach mal einen ordentlichen Mann zu wollen und eine Familie gründen zu wollen. Das ist deine Natur. So, ne? Was ist daran so schlimm? Warum wird es in der heutigen Gesellschaft so schlecht gemacht? Es ist okay, als Mann ein Anführer zu sein, ein Führer, ein Leader, sag ich mal, ein Alpha. Es ist okay. Es ist nicht schlimm. So, ne? Warum muss man sich dafür schämen? So, ich rede mit jungen Männern und frage die, was willst du machen? Wie willst du, ja, 100.000 Euro, 200.000 Euro, ja, das ist das, was die Gesellschaft mit uns gemacht hat. Keiner möchte mehr Milliardär werden. Keiner möchte hoch hinaus. Keiner möchte Amerika entdecken. Keiner möchte gegen die Spartaner kämpfen. Keiner möchte, verstehst du, also keiner hat mehr diese Ambition zu schaffen. Wir sind eine Gesellschaft der Nichtmacher, weil wir das erste Mal nichts machen müssen. Aber alles wird halt auch so leidvoll so dargestellt und so schwer. Also ich meine, wenn man mal nur so in dieses ganze Fernsehprogramm schaut, was da für Sendungen gibt, wie die strengsten Eltern der Welt oder die Nanny, die dann zu den Familien geht, wo dann diese schlimmsten Kinder sind. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe doch mal einen Bericht darüber gelesen, dass es alles Schauspiel sein soll und dass sie auch die Familien dafür bezahlen, dass sie da voll übertreiben und so. Also die suggerieren wirklich den Menschen da draußen, die sich das angucken, Familie, Mutter sein ist schwer, eine Familie aufzubauen, Kinder zu begleiten ist das Schwerste, und wie die Mütter dann da rumheulen und ihre Kinder dann zu anderen Familien hinschicken, ja, jetzt guck mal da, wie du da klarkommst, und das wird halt einem auch so vorgelebt, ne? Dass Familien einfach schwierig sind zu halten und dass das super krasse Arbeit ist und unmöglich ist und ja. Und anstrengend. Und deinen Körper versaut. Genau. Du siehst hinterher einfach scheiße aus. Das höre ich immer wieder. Ja, auch in der Nachbarschaft, wenn du jemanden mal triffst, die sind immer so, oh ja, ich muss jetzt schon einkaufen und ach ja, ich muss doch für meinen Mann kochen, du weißt doch, wie das ist. Und auch die Kinder, und oh, dann muss ich den noch aus der Kita abholen. Und das sind immer nur Probleme. In der Kita ist das echt schlimm. Ja, ihr seid nicht unfit wegen den Kindern. Ihr seid unfit
weil ihr zu viel Scheiße frisst. Verarbeitete Lebensmittel, Zucker, wir bewegen uns nicht mehr. Ne? Das ist halt, natürlich verändert sich dein Körper. Das ist aber was Positives. Ich finde, die Streifen, die Frauen, und das ist ein Kriegerinzeichen. Ne? Ich nehme am Leben teil. Ich habe keine Angst vorm Leben. Ich kriege Kinder. Ich möchte aber nicht diese Streifen haben. Aber du, was ist denn das für eine Mentalität? Du wirst so oder so alt und schrumpelig werden und sterben. Und dann wirst du verrotten in irgendeinen Sarg und fertig. Und was wird man über dich sagen? Annalisa hat die Chefposition bei Telekom gehabt. Ja, super. Und hat einen straffen Bauch. Ja, genau. Hatte in ihren 30ern und 40ern noch einen straffen Bauch. Super gemacht, Annalisa. Was bringt dir das? Weißt du so? Das Leben ist so. Das Leben ist voller Narben. Genau. Es ist halt, das hat die Social-Media-Ära mit uns gemacht. Ich brauche einen straffen Bauch und oh mein Gott und oh mein Gott. Was ist das für eine Mentalität, die wir heutzutage haben? Weißt du, so, und ich war selber gefangen in dieses, oh, ich muss so aussehen und ey und bar und ey, ich war jetzt in Arizona im Knast, weißt du, so, ich habe jetzt angefangen mit meinen Tattoos und ich werde nie wieder, ich muss jetzt Tattoos machen, weil ich bin jetzt ein Krimineller, weißt du, ich muss meine Geschichte erzählen und bla. Deshalb, Leute fragen mich immer wieder, kannst du mal über deine Tattoos reden, bereust du es? Nein, zum 100. Mal, ich bereue es nicht. Die wollen immer so leidende Geschichten hören und die sind immer so voll in ihrem Leid drin. Genau, nein, weil so jeder krass. Mensch hat Sachen, die er bereut. Ja. Und es ist einfach so, ich bereue nichts. Ich habe so viele Schandtaten gemacht. Ich habe Menschen verletzt. Ich habe echt schreckliche Sachen gemacht. Aber ich bereue nichts davon, weil ich nicht in der Vergangenheit lebe. Und ich kann es nicht ändern. Es tut mir nicht leid. Nein. Tut mir leid, das zu sagen, aber es tut mir nicht leid. Sondern ich lebe mit meinem Leben, was ich jetzt lebe, mache ich alles wieder gut. Ich habe schon gelitten durch die Vergangenheit und die Vergangenheit war da. Ich habe meine Traumata gehabt, aber das hat nichts mehr mit mir hier zu tun. Das ist das, was wir mal begreifen müssen. Wir müssen mal begreifen, dass das Hier und Jetzt was Wunderschönes ist. Und egal, ob du eine kleine Slut für 40 Jahre warst, du kannst ab morgen eine Nonne sein. Und es kann dir kein Mensch was anderes sagen. Weil du, wenn du wirklich das lebst, was du bist, dann ist ab das jetzt deine neue Realität. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. So, ne? Wenn du die ganze Zeit ein unmännlicher Mann warst, ne, der nicht für sich selber aufgestanden ist, dann Halleluja. Dann ist heute vielleicht der erste Tag, wo du zum Mann wirst. Es ist scheißegal. Es ist nie zu spät. Ich bin auch für mich gefühlt erst zum vollkommenen Mann geworden mit 35. Und ich habe früher mal gesagt, ich war schon mit 18 ein Mann, weil ich irgendwo in Jugendwohnung gewohnt habe. Und mit 21 war ich in Arizona mit den Wattos im Knast und habe das überlebt und war schon richtig kriminell mit 23 und bin dicke Siebener gefahren. Dachte, das war männlich. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Ich kann kämpfen, ich war beim Boxen, Ring, Muay Thai. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Ne? Männlichkeit hat damit was zu tun, sein Warum zu kennen in diesem Leben. Wo möchte ich hin? Was möchte ich? Und vor allem, was möchte ich die nächsten drei Generationen hinterherlassen? Was ist das Bild, was ich hinterherlasse, sozusagen? Weißt du, so wirklich zu wissen, wer man ist und wofür man stehen möchte. Ne? Und das wissen die wenigsten. Und das, wie gesagt, da sind wir in eine Gesellschaft gekommen, wo wir wirklich nur noch Missgunst, Neid. Auf alle Fälle denke ich, ist das ein total cooles Format, um eben ganz viele Wahrheiten einzufangen, um mit ganz vielen Leuten sich darüber auszutauschen, auch um Sachen mitzugeben, die wir vielleicht auch jetzt, wir sind ganz, ganz viel auch am Philosophieren und Recherchieren und unterhalten, wie die Sachen funktionieren können, wie sie mal funktioniert haben und was wir auch den nächsten Generationen mitgeben. Und die große Kunst ist es eben auch dann, jede Wahrheit zuzulassen und sie auch zu hören und eben dann auch zu sagen, schau, was wir draus machen können, was die Gesellschaft nach vorne bringt und wo wir eben auch für die nächsten Generationen total coole Voraussetzungen schaffen und eben auch coole kleine neue Menschen. Ja, dieser Kanal soll wie dieser Stein sein, von dem ich geredet habe. Weißt du, ich möchte gerne, dass diese Deep Talks oder alle Formate, die wir sozusagen bei NRG haben, ein Anhaltspunkt oder so ein Starting Point für die Jugend ist, weißt du, oder auch für die ältere Generation, ne? Die sagen, okay, gut, ich will wirklich was verändern und ich möchte den Menschen einfach zeigen, du kannst was werden und du musst nicht unbedingt
das haben, was jeder sagt, was du haben musst. Du musst nicht als Frau dicke Brüste haben und dicke Lippen haben und den reichsten Mann der Welt haben. Und du musst auch als Mann nicht den Urus fahren und die dicke Uhr haben und was weiß ich. Das ist, wenn da, jeder will etwas haben, was jemand anders hat. Ist dir das mal aufgefallen? Jeder möchte Louis Vuitton. Woher wisst ihr denn, was Louis Vuitton ist? Weil irgendjemand das mal berühmt gemacht hat. Das ist so, wir hinterfragen manchmal gar nicht, warum wollen alle dasselbe? So, und ich bin so ein Mensch, deshalb trage ich nur noch meine Sachen. Diese Nike-Hose, guck mal, wie zerfetzt die ist noch aus meiner Vergangenheit. Weißt du, Leute fragen mich manchmal wegen der Wollmütze, warum trägst du die Wollmütze? Das ist auch eine interessante Geschichte. Diese Wollmütze, die habe ich aus einer richtig dunklen Zeit. Das ist eigentlich keine Wollmütze, das ist eine Skimaske. Ne? Wenn man die runterzieht, dann hat man da zwei Augen und einen Mund. Und diese Maske ist aus einer sehr, 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 sehr dunklen Zeit. Und die erinnert mich gerade, während ich gerade auf dieser Phase bin, vor allem in der Villenorg, erinnert die mich daran, wo ich gerade hergekommen bin. So, und ich werde diese Mütze irgendwann vergraben, wenn ich da bin, wo ich halt bin. Aber es ist halt so, wir sind immer so, warum trägst du so eine alte Mütze? Und warum trägst du die Kopfhörer und die alten Kopfhörer? Es gibt doch viel coolere Bluetooth-Kopfhörer. Und weißt du so, ja, geh mal deine 20.000, 30.000 Schritte. Ich fahre lieber einen dicken Benz. Und weißt du so, wir wollen alle Menschen sein, die wir gar nicht, also wir wissen nicht mal auch, warum wir diese Person sein wollen. Und wenn wir sie dann sind und den Benz haben, und dann sind wir trotzdem traurig. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Telefon, mit diesen Updates, diese iOS 17 Updates und so. Ich glaube, dadurch, dass sie einfach in ihrem eigenen persönlichen Wachstum kein Update machen, brauchen sie einfach von außen ein Update. Das heißt, jetzt ein teures Auto zu fahren, heißt für die, dass sie irgendwie eine Stufe höher gekommen sind. Aber das bedeutet nicht, dass du innerlich in deinem Wachstum, was du ja, was von innen heraus erwachsen muss, weil du hast ja trotzdem dieselben Probleme, auch wenn du in einem Urus sitzt. Ne? Und das ist aber für die einfach nur so ein Trost, wie sagt man das, so ein Trost, gibt's so ein Wort? Ich bin sogar meinen, du hast nicht dieselben Probleme, wenn du reicher wirst, sondern deine Probleme werden größer. Ja. Wenn du nicht das entsprechende Mindset besitzt, richtig. Wenn du nicht das Warum hast. Weil ein kleines Problem, ne, was du in der Armut getragen hast, kannst du ein großes Problem, wenn du reich bist, weil ab diesem Reichtum, ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, ich habe Future hat was gesagt, das fand ich sehr, sehr nice. Er sagt, I don't need faithful friends. Verstehst du? Weil er ist steinreich. Das ist das Letzte, was man sucht. Ich brauche keine neuen Freunde. Because everyone's faithful when you're rich. Verstehst du? Wow. Jeder bestätigt dir, dass du es bist und cool und geil, super. Ich habe ja gesehen, wie es bei den Rappern ist. Und alle so, hey, super, er hat gefurzt, geil, huhu. Verstehst du? Egal, was die machen, weißt du, dir wird Honig ums Maul geschmiert. Das heißt, deine Probleme werden tatsächlich größer. Weil jetzt, ne, kannst du es viel besser verstecken. Du kannst mal Urlaub machen, du kannst viel besser weglaufen. Du bist nicht mehr in der Stadt, wo du gefangen bist, weißt du, und die ganze Zeit mit deinem Problem, sondern du kannst die Welt bereisen, du kannst weglaufen, laufen, 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 laufen. Und immer wenn es ruhig wird, wird die Stimme lauter. Deshalb bin ich der Meinung, dass die Probleme immer größer werden, weil jetzt kannst du dir Kokain ohne Ende kaufen. Du kannst dir Heroin spritzen. Es ist scheißegal, ich hab's ja geschafft. Wen interessiert das? Ich bin ein gemachter Mann. Und diese Männer werden meistens, oder diese Frauen werden meistens immer richtig elend enden. Das siehst du an Football-Profis, die einfach nicht klargekommen sind mit dem ganzen Hype oder Musiker. Ne? Supportet den Kanal, abonniert allgemein Energy World und folgt den Damen auf Instagram. Vor allem, wenn ihr mehr Inspiration haben wollt. Das sind zwei Generationen gerade, die hier vor euch sitzen. Hat mir gerade selber ins Auge gestochen. Das sind zwei Generationen. Weil du mein Alter sagen willst. Ja, genau. Hast du dich selbst verletzt? Ich bin 51. Du hast mich verletzt mit deinem... Ich bin 51 und ich liebe das, weil ich sehe, was eben auch da in dem Alter alles möglich ist. Ja, genau. Und deshalb folgt den Mädels, wenn ihr Motivation und Inspiration haben wollt, weil wir haben hier einmal die stärkste Frau und dann haben wir die Mutter aller Mütter, die mächtigste Frau. Sandra, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, die Heilmama. Ich freue mich auf das Format und wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt Deep Talk.